In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie für QLab eine Schonfläche bzw. für andere Zwecke eine Teilfläche anlegen können. Dazu wählen wir in der Flächenliste die Fläche aus, wo eine Schon- bzw. Teilfläche entstehen soll und klicken auf Neuer Anbauschlag. In diesem Schlagmenü brauchen wir nun eine möglichst eindeutige Schlagbezeichnung. Wir haben den Schlag Nummer 9 und möchten hier eine Schonfläche einrichten. Also nennen wir ihn 9 Schon. Der Gültigkeitsbeginn, weil wir die Fläche schon längst angelegt haben, ist der 1.7. Hier müssen wir nun einmal zwischenspeichern. Und der Kartenatlas lädt. Hier bekommen wir jetzt einen Blick auf unsere Fläche Nummer 9. Da wird es nun darum gehen, die Schonfläche einzuzeichnen. Dazu klicken wir hier unten auf Bearbeiten und oben in der Werkzeugleiste erscheint das Stiftsymbol und hier gibt es nun zwei Möglichkeiten, entweder eine Flächengeometrie erstellen oder eine Streifengeometrie erstellen. Ich möchte eine Flächengeometrie mit meiner Schonfläche erstellen. Der Einfachkeit halber male ich sie hier zentral in die Fläche. Ich bekomme auch den Flächeninhalt und die jeweiligen Kantenlängen angezeigt. Mit einem Doppelklick bestätige ich das und werde dann gefragt, weil die Schonfläche jetzt die Geometrie von Fläche Nummer 9 überlappt, ob ich das so beibehalten möchte. Das möchte ich tatsächlich beibehalten und kann diese Teilfläche nun speichern. Und schon zoomt der Kartenatlas auf die Schonfläche. Ich kann jetzt separat von Fläche Nummer 9 auf dieser Schonfläche eigene Tätigkeitsbuchungen erfassen und sie komplett unabhängig verwalten. Ich kann aber auch die Fläche Nummer 9 mit Tätigkeitsbuchungen versehen. Das ist kein Problem. Und wenn ich in das Flächenmenü zurückgehe, wird sie ebenfalls in der Flächenliste als Schonfläche angezeigt. Ebenso im Kartenatlas. Falls Sie rund um das Thema Portia noch Fragen haben, stehen wir Ihnen mit unserem Portia Support Team im Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum, kurz TLLR, gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns über die Hotline 0361 57401 4x3 sowie per E-Mail unter portia.post@tllr.thüringen.de.